Es sind Hornissen angefragt worden. Außerdem, ich weiß noch nicht, ob ein Wort über die die mittelschweren Rotzen gesprochen wurde, aber ich sollte auch solche besorgen oder die hier ansässigen, hier vorhandenen Rotzen begutachten, ob sie denn für das Schiff taugen. So, wir haben hier 10 Hornissen, die Stück zu 120 sind 10 Stück, einfache Rechnung, 1200. Dann haben wir 20 Harpunen zu je 12, sind 240. Die stehen hinten im Lager, die kann ich nach vorne bringen lassen. Aber bei den Mengen nehmen wir nur Dokumente von der, naja, entweder Madawasari oder Nordlandbank. Das nehmen wir nicht in Bargeld. Und ich denke, mit dem Namen Mondsilberner Drachentöter sollte der Kapitän Yamunerenes bei der Madawasari ein Stein im Brett haben. Ja, das weiß ich nicht. Also ihr habt keine Wertdokumente dabei. Nö, nee, hat er uns nicht mitgegeben. Keine Wertdokumente. Gut, Verwaltung hin oder her, dann... was ist das hier? Kanonenkugeln, 4 Stück, 25 Pfund. 2 Stück, 10 Pfund aus Eisen. Das sind 50 pro Stück. 200 sind 80 Schuss insgesamt, ja. Sie überfliegt die Liste und fängt dann an, mit so einem kleinen Rechenschieber herum zu operieren. Schiebt so ein paar Dinge hin oder her. Gut, ich lasse das gleich ein paar Mädels aus dem Lager bringen, dann könnt ihr die schon mitnehmen. Aber schickt mal irgendwie eine Botin oder sowas, damit sie dann das Wertdokument dann hierher bringt. Dann übereigne ich euch schon mal die Harpunale. Die Hornissen könnt ihr dann alle schon mal haben. Genau, gut. Dann schickt am besten eine Läuferin. So schnell wie möglich. Warte. Ich halte mal eben meinen Kopf aus der Tür. Hey, du da! Ja? Nein, der Trollzacker hinter dir. König! Der Trollzacker. Ja, lauf mal zu Abel mir und sag ihm, ich brauche einen Schuldschein von der Madawasari? Ja, Madawasari. Oder Nordlandbank. Madawasari. Oder Nordlandbank. Egal, sag ihm eins von beiden. Soll er dir geben, bringst du mir hier hin. Soll ich ihn verprügeln? Nee, du sollst ihn fragen. Obwohl ich das Angebot wertzuschätzen weiß. König. Er fängt an zu laufen. Kann ich dir übrigens nur empfehlen, so ein paar Trollzacker. Sind sehr flott zu Fuß. Also gut, ihr seht aus wie jemand, der die Dinge zu bedienen weiß. Dann während die Mädels sie aus dem Lager holen, könnt ihr die schon mal begutachten. Ist alles neuwertig. Oder, abseits der Hornissen, was habt ihr auf Lager an Rotzen? Na, was ihr haben wollt. Leichte, mittlere, schwere. Ich würde die mittleren begutachten. Sind die alle neu gegossen? Nicht neu gegossen, aber wohl neuwertig. Das heißt, die haben alle neue Spanngurte bekommen, alle neue Seile bekommen. Nun, dann führt mich bitte ins Lager. Sind sogar 2 Monate Garantie drauf. Das wird dann abgenickt und dann lasse ich mich ins Lager führen. Ja, so geht sie los und ihr könnt im Lager die Dinge begutachten. Hast du einen Wert in Artillerie? Belagerungsgeschütze. Natürlich habe ich einen Wert in Belagerungsgeschütze. Wie hoch ist der Wert? 18. 18, alles klar. Dann könnte man sowas wie eine Theorieprobe klinnen machen, aber... Ich glaube, bei dem Wert 18, ja doch, würfel mal. Deine Klugheit, Charisma ist nicht so hoch. Klinnen. Ich weiß nicht, wie ich einen Theoriewert in... 3W20? Ja, einfach genau. 3W20 und dann können wir die Klugheit ausgleichen, die zwar noch einmal drin ist, aber... Ich habe leider keine Maus drin, deswegen würde ich einfach nacheinander würfeln, 3W20. Ich habe kein Mausrad. Ich habe eine Klugheit, Intuition. Genau, 12, von, 16, 16. Da musst du 2 Punkte ausgeben, bleibt genug da. Und du kannst sehen, dass die tatsächlich neuwertig sind. Und sowas wie ein Garantieanspruch von 2 Monate, das ist okay, wenn man dir den gibt, aber länger halten die Seile sowieso nicht. Müsste man sowieso neu seilern. Ist also die werden von gute Ware. Von allen Seiten inspiziert. 2 davon werden dann rausgesucht und dann deute ich nacheinander auf die beiden Rotzen,
Die sollen doch hinzugefügt werden und ebenfalls mit aus dem Lager geschafft werden. Ich schaue mich um, sind hier hier sind diverse Geschützen in allen möglichen Formen aufgereiht. Finde ich auch Harpunale. Ja, Harpunale kannst du auch bekommen, auch in verschiedenster Qualität, von neuwertig bis reparabel. Ja, ich nehme dann noch einen neuwertigen Harpunal mit, das wäre ja mit der Auftrag. Ja, kannst du dir eine kleine Sammlung zusammenstellen, müsste man sich noch überlegen, wo man die festzort, wo man die dann anfixiert auf dem Schiff, aber da wirst dann entweder du beraten können oder aber der Kapitän. Und so wird das eben nach und nach, der Treuzacker kommt dann wohl auch angelaufen bei Abelmir. Du, König sagt, du sollst ihm Geld geben. Wer sagt was? Abelmir, bezahlt den Mann. Das ist für Raphim. Wie viel Geld? Er hat gesagt, er ist, das ist schwer, er ist gerade Kanonen kaufen. Ich gehe wohl besser mit. Boldax, kommst du allein zurecht? Ja, die letzte Prüfung schaffe ich auch alleine. Da geht es ja ohnehin nur um mich. Er hat nicht gesagt, du sollst mitkommen, er hat gesagt, du sollst Geld geben. Ja, ich komme gleich. Boldax, ich flüstere ihm mal zu. Dieser Illusionist, ich will ihn nicht auf meinem Schiff haben. Alles klar, ich glaube auch nicht, dass er die letzte Prüfung bestehen wird. Gut. So, geht voran. Ja, während du dem Treuzacker folgst, kannst du sehen, wie in aller Seelenruhe der Große Mr. Satinaf wieder auf das Schiff geht. Boltax, wie geht's weiter? Nun, meine Herren, die beiden Damen haben es ja schon geschafft. Es tut mir an dieser Stelle noch einmal leid. Andreado, du warst schnell, aber nicht schnell genug. Herr Satinaf, die waren zu langsam. Letztlich kommen wir zur letzten Prüfung, und zwar zur wichtigsten, zur größten Prüfung, die Prüfung der Schelle. Kommt doch einmal mit, hinab vom Schiff, hier runter auf den Hafenkai, genau. Also, ihr beide seht Folgendes, das hier ist eine Glocke. Die Glocke habe ich selbst hergestellt, es gibt keine wie sie, sie ist aus lauterem Metall hergestellt. Das habe ich gemacht. Das ist sehr praktisch. Eure Aufgabe wird es sein, ihr werdet euch gleich umdrehen, 10 zählen und mir dann versuchen, die Glocke abzunehmen. Ganz einfach, oder? Mindestens klingt es so. Aber hier kommt der Kniff. Ich laufe vor euch weg. Wer mich zuerst fängt und mir die Glocke abnehmen kann, hat gewonnen. Gibt es Fragen? Muss die Glocke erklingen? Nein, die Glocke muss nicht erklingen. Die Glocke muss in eurem Besitz sein. Na gut. Ja, dann drehe ich mich um, fasse an meinen Ring und wirke eine Reise durch das Erdreich. Wohin? Ich würde mich gerne ungefähr 500, 600, 700 Meter direkt in den Reihergarten zu den Rosengin. Du stehst wo auf dem Steg? Ich stehe auf dem Pier, also okay. Hab ich extra gesagt. Okay, ja, nicht, dass du auf dem Schiff oder auf dem Steg stehst, weil das funktioniert natürlich nicht. Ich weiß, richtig, deshalb bin ich auch runtergegangen. Dann gibt es hier pro forma jetzt einmal schnell die Probe auf meine Liturgiekenntnis. Na, wo ist sie denn? Ja, du kannst währenddessen sehen, wie der große Mr. Satinaf sich die Glocke noch einmal besieht und dann selber mit einem Illusionsstück anfängt und versucht, die Glocke nachzubilden. Währenddessen du dich durch das Erdreich transmorfst, kannst du wohl noch hinter dir hören, wie er auch den Glockenklang imitiert als Geräusch. Ich habe die Glocke nicht klingen lassen. Nee, aber er. Das kann er ja machen. Ja, und dann stehe ich im Garten und dort würde ich dann die dort auf mich wartende Schülerin der Schule des Seidenen Scheins bitten, nun ihre Illusionen wandern zu lassen, und zwar durch die ganze Stadt. Illusionen von mir. Wie ausgemacht. Wie viele Illusionen sind das? Das sind insgesamt 4 Illusionen. 4 Bal Boltax. Genau. Gut. Und ich setze mich dann gemütlich in den Garten und mache erstmal Mittag. Okay. Wie ist der Satinaf als Zorgan Illusionist wird das höchstwahrscheinlich durchschauen. Währenddessen kannst du nach ungefähr 5 Minuten sehen, wie Adriano Vespucci
auf dem Besen, den er wohl auch vom Schiff geklaut hat, herumfliegt und über der Stadt kreist und nach dir sucht, dich erstmal nicht entdeckt, aber du kannst ihn auf alle Fälle dort oben am Himmel erkennen, wie er dort als, ja, er ist kein Hexer, aber ist wirklich so ein bisschen so. Ah, Bewegungsmagie dann bin ich mal, aus Belhanka. Dann bin ich mal gespannt, wer von den beiden mich wirklich findet. Dann mache ich mir kredenze ich mir ein Bierchen und guck mir das ganze Spektakel einmal an. Ich biete auch den Rosengin was an. Immerhin ist Bier ja zumindest teilweise humus. Ja. Während du da stehst, kannst du sehen, wie neben dir ein Mensch in einer blauen Rüstung auf dich zukommt. Das Gewand sieht aus wie fließendes Wasser. Und er betrachtet dich, während du da mit den Rosengin stehst, spielst und begutachtet dich. Sieht so ein bisschen braungebrannter aus, auch wenn er ein Mittelreicher ist. Und setzt sich dann vor dir. Einen wunderschönen guten Tag. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Alessandro. Was haben wir? Alessandro. Samarus. Das ist gut, das ist gut. Ihr seid also ein Elementarist. Korrekt. Und ihr seid auch einer. Das ist richtig, aber... Ich habe gespürt, wie die Erzgenne euch durch das Element getragen haben. Naja, es waren nicht nur Erzgenne. Waren ja auch Humus-Djinne. Mutazumu besteht nun mal nicht nur aus Erz. Ihr wisst aber, dass man die Elemente nicht zum Spaß anruft, oder? Nein, die haben mir geholfen. Nun, ihr trinkt jetzt hier Bier und sitzt in aller Seelenruhe. Ihr missbraucht sie. Nein, ich missbrauche sie nicht. Ihr seid ein Geode, ja? Das ist richtig. Nun, ich habe schon mit einigen von euch und auch anderen Druiden gesprochen. Eure Einstellung zu den Elementen ist fragwürdig. Nun, sie ist sehr viel profunder und wesentlich genauer als eure. Ihr geht das alles so analytisch an. Es ist eher ein Gefühl, eine Verbundenheit mit den Elementen. Das ist für Gildenmagier wie euch nichts. Wenn ich so jemanden sehe wie Abelmir, der einen Feuer-Djinn beschwören möchte, das ist... Du hältst mich für einen Magier, ja? Ihr seht aus wie ein Magier. Nun... Ich habe gelernt bei Hexen, Druiden, Geoden und Magiern. Ich fühle mich allerdings niemandem zugehörig. Zumindest keiner der Akademien, wenn man so sagen mag. Keiner der Ritual. Und ich fühle mich den Elementen zugeschrieben, vor allem dem Wasser. Und von daher finde ich, dass man nie so etwas sagen sollte wie ihr Magier oder ihr Geoden. Nun, aber ich habe es gesagt. Ist das jetzt ein Problem für euch? Kein Problem. Wunderbar. Dann trink doch ein Bier mit mir. Das werde ich tun. Sehr schön, sehr schön. Erzählt mir von euch. Ja. Was treibt euch an, dass ihr Illusionen von euch durch Zorgern herumlaufen lasst und euch durch das Erz transmorft? Na ja, das mit dem Erz, das habe ich schon häufiger gemacht. Wisst ihr, ich habe einmal eine Hexe aus ihrem... naja, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich gewissermaßen ein Händchen dafür. Aber nun, was gibt es so zu mir erzählen? Ich habe den schwarzen Drachen mitbezwungen, stehe im Bund mit dem grauen Mann. Also ich bin auch dem Element Wasser sehr zugetan. Ihr sagtet, ihr habt mit anderen Geoden gelehrt und gelebt. Welcher von meinen geschätzten Freunden hat euch denn eine Zeit lang begleitet? Das würde mich jetzt schon sehr interessieren. Es gibt ja nicht so viele von uns. Ich war oben auf dem Raschsturzwall. Dort habe ich mit einigen diskutiert, gegessen und gekämpft. Also in Draconia, aber da gibt es keine Georgen. Doch, einige Zeit gibt es die dort. Wer sich den Elementen zugeschrieben fühlt, der wird auch dort lernen, auch als Geode. Ich sprach mit... Nun, wie hieß er... Derjenige, der sich den Pakt mit dem Feuer verschrieben hat? Ach, Xenos. Xenos ist ein... Xenos von den Flammen, genau. Nun ja. Und er hat euch gelehrt? Nun, da ich Wassermagus bin, hat er mich selber nicht gelehrt, nein, aber ich habe mit anderen gesprochen. Aha. Bekämpft habe ich mit ihm. Gegen ihn oder mit ihm? Gegen ihn. Keine wirkliche Abschlussprüfung, aber... Doch, da wo Wasser auf Feuer trifft, da wird man gerne einmal das Duell suchen.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Die Elemente sind in einer sehr aufgeladenen Harmonie zueinander, könnte man fast sagen. Genauso wie Humus und Eis. Ja. Wo das eine ist, kann das andere nicht sein, ohne das andere zu verdrängen. Leben und Tod. Richtig. Und genauso ist es mit dem Feuer und dem Wasser ja auch. Und dem Element der Luft und dem Element des Erzes. Beständigkeit und Wandelbarkeit. So ist das. Aber welchen Wassergeoden habt ihr denn jetzt getroffen? Das habt ihr mir immer noch nicht beantwortet. Nun, wirkliche Wassergeoden gibt es nicht. Da mögt ihr recht haben. Und auch Druiden sind oft nicht dem Wasser zugetan. Nun, da habt ihr nicht ganz recht. Ihr sitzt vor einem Wassergeoden. Wie gesagt, ich habe einen Pakt mit dem Grauen Mann geschlossen und bin, auch wenn ich den Titel Boltax Brandbringer lange Zeit getragen habe, nun eher Boltax von den Wogen. Also Erz, Feuer und Wasser. Nun, ja. Interessant. Ja, und so wird er sich noch lange die Geschichte von dir anhören, während die anderen beiden Magier nach dir suchen, wie du mit dem Grauen Mann einen Pakt geschlossen hast. Derweil bei Zulamin. Trittst nach draußen oder? Nee, du wolltest Ithilios sprechen. Ja. Ja, der kommt dann auch ins Innere der Kabine und wird erstmal nichts weiter sagen, sondern dich nur mustern. Da bin ich. Meine Gnaden. Freut mich. Euer Auftauchen gestern war gewissermaßen wie von den Göttern geschickt. Genau im richtigen Moment. Nun, ich weiß, dass es der Anspruch eures Ordens ist, die Lebenden mit dem Tod zu versöhnen. Von daher wundert es mich nicht, dass ihr gekommen seid auf Jalans und auch Rafims Aushänge hin. Sie waren vielleicht ein wenig pathetisch, aber vor allem waren sie ehrlich. Und ich denke, es ist gut, den Leuten, die bei uns anheuern, zu sagen, woran sie sind. Wir werden viele Grabsegen sprechen auf dieser Reise. Davon gehe ich auch aus. Ich weiß, ihr heuert als Seelsorger bei uns an. Dennoch, habt ihr Empfehlungen für uns zum Thema Bestattungen in der Blutigen See? Gibt es irgendwelche Vorbereitungen, die wir jetzt bereits treffen sollten? Ich würde ungern die Gefallenen in die Blutige See schicken. Viel lieber würde ich sie balsamieren und dann aufbahren. Dafür würde ich einige Kräuter besorgen. Solltet ihr euch dazu entscheiden, dass ich mitkomme. Wir sollten sie in einem 12-göttlichen Hafen bestatten. Dafür wäre ich auch sehr. Ich hoffe, dass wir nicht in eine Situation geraten werden, wo wir das nicht mehr gewährleisten können. Aber dem wird auf jeden Fall Priorität eingeräumt. Man sagte mir, ihr hättet kein Problem mit Alanfanern. Ist das korrekt? Nun, auch die Alanfaner bedürfen der Beichte vor ihrem Tod. Ob sie diese freiwillig suchen, mag ihnen zwar obliegen, aber ich biete mich ihnen zumindest an. So etwas wie Politik in der Kirche, dem Punina Ritus, dem Alanfana Ritus, das scheint mir einerlei. Am Ende wird doch jeder vor Retron gewogen. Eine löbliche Einstellung. Ich wollte es nur noch einmal angesprochen haben, denn wie ihr euch denken könnt, lege ich Wert auf Harmonie auf dem Schiff. Seid ihr direkt aus Punin gekommen? Oder wart ihr gerade in der Nähe, als ihr unsere Aushänge last? Nun, der Orden zu Ehren der heiligen Ithilia hat oft Reisende, die vereinzelt durch das Land ziehen und jedem Gläubigen zu Lebzeiten die Beichte abnehmen, also rechtzeitig. Ich befand mich gerade in Aranien. Zwar nicht in Zorgan selbst, aber als ich von eurem Edikt hörte, zog ich es vor, dass ich mir die Aufwartung mache. Gut zu wissen. Ich dachte, er stündet vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit Selinjan Hal. Aber wenn ihr in der Nähe wart, ist das selbstverständlich auch eine Erklärung.
Der junge Selindian wird nach und nach erwachsen. Er mag zwar von Boron auserwählt sein, aber mittlerweile wird wohl der Stier viel eher nach ihm rufen. Bin mir nicht ganz sicher, wer von beiden den Kampf gewinnen wird. Aber auch das ist nicht mein Belang. Ich habe ihn ebenfalls kennengelernt und verstehe, was ihr meint. Aber nun ja, wir beten für seine Zukunft. Diese Aufgabe wird anderen Abenteurern obliegen, nicht uns. Als Seelsorger werdet ihr gewissermaßen unser Verbindungsmann zur Mannschaft. Stellt euch vor, es käme zu einer Meuterei auf dem Schiff. Wie würdet ihr euch verhalten? Ich würde mir die Gründe anhören für die Meuterei, denn sie muss doch begründet sein. Ich würde versuchen zu beruhigen. Mich dann am Ende für die richtige Seite entscheiden. Was könnten solche Gründe sein, die ihr gutheißen würdet? Ich bin für das Seelenheil von allen zuständig, doch sollte sich der Kapitän vor mir verschließen und den dunklen Pfad wählen, dann muss auch er erlöst werden von seiner Bürde. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Habt ihr draußen kurz mit dem Praioten sprechen können, dem alten Herrn? Fürchte Praios. Er ist schon länger mit uns bekannt und sorgt sich ebenfalls um das Seelenheil der Mannschaft. Könntet ihr euch vorstellen, mit ihm abwechselnd Dienst an Bord zu tun? Ihr habt gesehen, er ist schon sehr alt und wir möchten ihm nicht zu viel zumuten, doch er ist fest entschlossen, mit uns in See zu stechen. Ich kann es mir durchaus vorstellen, allerdings glaube ich nicht, dass er trotz seines Alters oder vielleicht gerade wegen seines Alters dazu in der Lage ist, die Geflissenheiten der Mannschaften wahrlich einzugehen. Er predigt von Praios und dieser Gott mag wichtig sein. Ob er an Bord wichtig ist? Man muss zu der Mannschaft sprechen und nicht ihn indoktrinieren, dass Praios über sie wacht, richtet. Man muss eben auf sie zugehen. Ich finde, die Vorgehensweise von ihm ist vielleicht etwas verbohrt, auch wenn ich ihn lange nicht so gut kenne wie ihr, sondern nur kurzzeitig miterlebt habe, aber er spricht nur von dem einen. Ich spreche von allen. Danke für diese Einschätzung. Ich bin durchaus bereit, mit ihm Dienst zu führen, wenn ihr dies wünscht. Gut, dann weiß ich in dieser Sache Bescheid. Beherrscht ihr darüber hinaus irgendwelche Liturgien, die in der Blutigen See von besonderer Relevanz sein könnten? Nun, ich kann die Moral hochhalten und Gefallene so sehr lange balsamieren, bis sie einem Hafen übergeben werden können. Solltet ihr mich nicht dabei haben, weiß ich nicht, ob ihr keine Krankheiten anzieht. Dämonen, die sich in dem Schiff niederlassen. Nun, ich sehe ebenfalls die Notwendigkeit, einen Boron-Geweihten bei uns zu haben. Aber das werde ich nicht alleine entscheiden. Eine letzte Frage. Eine ernste. Wurdet ihr schon einmal versucht? Nein. Ulamin nickt. Dann war Boron mit euch. Aber macht euch darauf gefasst, dass es passieren könnte. Denn je näher wir unserem Ziel kommen, desto wichtiger wird es für die Erzdämonen, uns von diesem Weg abzubringen. Ich würde mich freuen, wenn wir niemals Selem anlaufen. Dies sei meine Bedingung. Solltet ihr euch dazu entscheiden, dass der verfluchte Hafen angelaufen wird, werde ich nicht mitkommen. Zumindest auf dieser Reise nicht, denn dort werde ich versucht. Woher wisst ihr das? Was ist denn Selem? Er legt seinen Finger auf die Lippen und lässt das unkommentiert. Ulamin neigt den Kopf. Ich kann euch nicht versprechen, dass es dazu nicht kommen wird.
Wenn die Mission es erfordert, dann werden wir auch Selem anlaufen. Aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist dies nicht unser Plan. Und ich werde eure Warnung im Kopf behalten. Danke. Ihr könnt gehen und mir Haswolf schicken. Oder den Ingerim geweihten, wenn er inzwischen aufgetaucht ist. Ich glaube, er ist noch nicht da. Ich schicke euch Haswolf. Danke.